Was ist Stille? Stille ist letztendlich die Abwesenheit von Reizen. Dabei meine ich jetzt nicht nur die visuelle, also der Sehsinn, der angesprochen wird, sondern genauso das, was ich höre oder das, was ich spüre. Und wenn es zum Beispiel die Sonnenstrahlung durchs Fenster ist, das ist ja auch ein Reiz, der auf mich zukommt. Und da unterscheide ich dann noch bei der Stille innere Stille und äußere Stille. Ja? Äußere Stille wäre eben, sitze ich beim geöffneten Fenster an der Verkehrsstraße, oder innere Stille wäre eben ja, permanente Gedanken, die in mir auftauchen, wo mich mein Bewusstsein zutextet, an das muss ich noch denken und jenes noch machen, oder ist das Gegenteil der Fall? Also habe ich eine innere Stille, wo ich in Ruhe, in der inneren Ruhe irgendetwas erledige, habe ich eine äußere Ruhe, wo ich auch das Fenster aufmachen kann und höre nichts oder vielleicht Vogelgezwitscher. Das ist so für mich die Unterscheidung, innere und äußere Ruhe. Ja, und in dem Zusammenhang hoffe ich ja, dass ich hier jetzt nicht durch ein Telefonat gestört werde. Denn das ist ja dann wieder das Nicht-Vorhandensein von äußerer Stille. Wenn ich bei dir in der Dunkelheit bin, wofür ist die Stille dann gut für mich? Naja, die Stille ist in dem Sinne weder gut noch schlecht, sondern sie ist ein Indikator für das, was in mir vor sich geht. Die äußere Stille ist insofern natürlich gut in der Dunkelheit, wenn jemand bei mir ist, weil es erst dann ermöglicht, komplett den Fokus nach innen zu richten. Also das wäre jetzt erstmal die Rahmenbedingung, die äußere Stille. Mhm. Und die innere Stille wäre dann eben, ja, was passiert denn mit mir, wenn ich dort in der Dunkelheit bin? In den ersten Stunden, Tagen kann es passieren, dass ich von meinem Bewusstsein zugetextet werde. Und das muss ich noch denken, ach ja, hier das noch erledigen und das hat der gesagt und dem muss ich das sagen. Das sind ja so Alltagsgedanken, die erstmal verarbeitet werden. Und im Laufe der Zeit, wenn man in der Dunkelheit längere Zeit ist, entleert sich das Bewusstsein. Dann kommen eben immer weniger Gedanken und dann setzt diese innere Stille ein. Und das führt dazu, dass man immer feiner wahrnimmt. Was taucht denn in mir auf? Was für Aspekte meines Lebens habe ich noch nicht genau angeschaut? Worum sollte ich mich kümmern? Welche Erkenntnisse gewinne ich aus bestimmten Themen, die bisher noch nicht gelöst sind? Und das ist erst durch eine innere Stille möglich. Und das geht eben beim Aufenthalt in der Dunkelheit rasant schnell. Das ist nicht zu vergleichen mit anderen Seminaren oder Meditation, weil dort ist man ja immer nur für Stunden mal etwas außerhalb des Alltags, während beim Aufenthalt in der Dunkelheit bin ich ja rund um die Uhr nur mit meiner inneren Wahrnehmung beschäftigt. Und deswegen entleert sich das Bewusstsein auch so rasant schnell. Ich bekomme ganz umfassend eine Klarheit für bestimmte Zusammenhänge, die ich vorher nicht hatte. Dann kann so eine Stille für mich ja auch sehr herausfordernd sein. Ja, natürlich. Bei manchen löst es dann auch erstmal ein Unwohlsein oder vielleicht sogar eine Angst aus. Oje, ja, was mache ich denn dann? Dann sage ich, ja, du bist ja nur mit dir selbst beschäftigt, also das, wo du ja sowieso ja, permanent konfrontiert bist. Jetzt hast du aber die Möglichkeit, ganz gezielt damit umzugehen. Also sprich, wenn mich im Alltag bestimmte Gedanken stören und ich nicht verstehe, warum denke ich die denn überhaupt, dann wird es in der Dunkelheit auch nicht anders sein, mit der Folge aber, dass ich dort die Zeit habe, mich dem zu stellen. Mhm. Und ich stehe ja dann auch für Gespräche täglich zur Verfügung, mhm, um dort eben auch eine Anleitung zu geben, wie ja, derjenige dann wieder aus dieser, ich nenne es mal, oder einschränkenden Gedanken wieder herauskommt. Mhm. Dafür bin ich ja dann auch da. Das ist gut zu hören. Wie ändert sich meine Reizwahrnehmung in der Dunkelheit? Ja, die ist viel intensiver, viel sensibler. Es ist ja keine äußere
äußeren Reize mehr vorhanden, das heißt, ich sehe nichts und Hören ist auch deutlich reduziert. Vielleicht mal ein Auto, das am Haus vorbeifährt, aber das sind auch wenige. Ansonsten ist ja komplette äußere Stille. Und der Fokus ist ja nach innen gerichtet und somit nehme ich dort viel intensiver die ganzen Emotionen oder Gedanken, die Feinwahrnehmung viel besser war als vorher. Mhm. Durch die Reizüberflutung, in der wir uns ja gerade in der heutigen Welt bewegen, werden wir ja mehr oder weniger schon, kann man sagen, überfordert, das alles zu verarbeiten. Und das ist jetzt unabhängig von einem Beruf, den jemand hat. Es ist ja generell eine Reizüberflutung. Da ist der Autoverkehr, da klingelt das Telefon, da müssen E-Mails beantwortet werden, da kommt ein Vorgesetzter rein, da will ein Mitarbeiter etwas von mir, ein Nachbar, Kinder, Oma, Opa, alle möglichen ziehen ja förmlich an einzelnen Menschen herum. Und das ist ja, das muss ja dann auch erstmal verarbeitet werden. Mhm. Und diese Reizüberflutung macht es einem schwer, sich dann noch neben diesen äußeren Reizen dann mit mir selbst zu beschäftigen, im Sinne von, wie kann ich mich entwickeln, wie kann ich bei mir das Potenzial, was ich habe, entfalten. Mhm. Gibt es da möglicherweise etwas, was ich noch gar nicht kenne, was aber ausgelebt werden könnte? Mhm. Und diese Chance nehme ich mir ja. Mhm. Wenn ich nicht hineinspüre bei mir, worum es da geht oder was da noch zu entdecken gibt. Was bedeutet das für mich, wenn ich in der Dunkelheit diese Stille wahrnehme? Ja, das ist ganz unterschiedlich, mit welcher Zielsetzung und Vorerfahrung du in die Dunkelheit hineingehst. Wenn jemand es schon gelernt hat, zu meditieren oder in Ruhe den Abend zu genießen, dem fällt es natürlich leichter. Wenn jemand unter Hochdruck steht, der Tag durchgetaktet ist bis in die letzte Minute, dem fällt es natürlich dann erstmal ein bisschen schwer, sich ja, in die Dunkelheit zu begeben und dort ja, nur mit sich selbst zu beschäftigen. Also wenn du dann auch über Methoden verfügst, wie du dein Innenleben schon analysierst oder verstehst, dann fällt es dir natürlich auch leichter. Mhm. Also es kommt ganz auf die Vorerfahrung an. Gibt es für mich oder für dich Vorbilder, wo man sagt, es gibt Menschengattungen, die machen sowas öfters, um sich eben einfach neue Inspiration zu holen? Naja, also Vorbilder habe ich in dem Sinne nicht, aber es gibt ja in den verschiedensten Lebenssituationen Phasen, wo man es genießt, in Ruhe zu sein. Mhm. Ja, wer kennt es nicht, im Urlaub am Berg oder am Meer zu sein und einfach nach vorne zu schauen, ohne daran zu denken, oh, jetzt muss ich noch E-Mails erledigen, dann muss ich noch diese Anforderung erfüllen, sondern einfach nur da zu sein und abschalten und genießen. Und genau das machen ja auch viele Menschen ganz gezielt. Manche Künstler oder Sänger gehen ja in die Stille, in die äußere Stille, um sich inspirieren zu lassen, oder Schriftsteller, um neue Ideen kommen zu lassen. Und das geht ja nur in einem ruhigen Umfeld, zumindest bei den meisten, oder das würde ich mal als Normalfall ansehen. Ja. Ich möchte nicht ausschließen, dass es auch andere gibt, aber im Normalfall kriegt man in der Ruhe erst den Zugang zu neuen Ideen. Mhm. Ja, und manche machen es dann auch in der Form, dass sie eben Seminare besuchen, wo zum Beispiel nicht gesprochen wird während der Seminarzeit. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Ich danke dir.